21. Spieltag in der B-Klasse Mainz-Bingen West und der VfL Freiweinheim empfängt den Tabellenführer, den FC Basara Mainz. Für die Mannschaft von Matthias Güldner wird es langsam eng an der Tabellenspitze, denn der FC Basara ist jahresübergreifend seit 3 Spielen ohne Sieg und kann heute im Falle einer Niederlage oder eines Remis durch Verfolger Fidelia Oppenheim vom Thron gestoßen werden. Die Zuschauer erleben zwei engagierte Mannschaften und eine Anfangsphase mit vielen Zweikämpfen. Basara mit der besseren Spielanlage, doch der VfL wehrt sich mit viel Herz und Kampfgeist. So dauert es einige Minuten bis zur ersten Gelegenheit des Yamashita, der an Freiweinheims Keeper Marc Götz scheitert. Doch auch die Gastgeber haben Chancen, meist nach ruhenden Bällen. Diese sind beim VfL Chefsache. Ex-Bundesliga-Profi Markus Kreuz ist heute an nahezu allen gefährlichen Situationen beteiligt. Hier mit schönem Zuspiel auf Fabian Frei, doch Yamaguchi im Tor der Mainzer ist nicht zu überwinden. Das erste gröbere Foulspiel nach etwa 25 Minuten von Dirk Spitzbart an Basara-Kapitän Takuya Hidaka zog zum Unmut der Gäste keine Verwarnung durch Schiedsrichter Dirk Pirker nach sich. 5 Minuten vor der Pause dann noch ein kleiner Aufreger. Nach Freistoß Kreuz kommt mit der 3 Lars Anders an den Ball und kurz darauf zu Fall. Der Kontakt reicht nicht aus, weshalb der Pfiff wohl zu Recht ausbleibt. Torlos geht es daraufhin in die Kabinen. Basara dann mit einer gelungenen Kombination und der ersten Chance nach dem Seitenwechsel. Doch die Antwort des VfL durch Markus Kreuz folgt sofort. Das 1-0 für die Platzherren? Nein, Tsugawa kratzt den Ball sehenswert von der Linie. In der Folge zwar Chancen auf beiden Seiten, doch Freiweinheim mit den besseren Gelegenheiten. Yamaguchi und Kostadinov retten ihr Team vor dem Rückstand. Letztendlich bleibt es beim torlosen Remis, das auf beiden Seiten zu ähnlichen Reaktionen führte. Ist der eine Punkt unterm Strich nach dem Spielverlauf zu wenig? Das ist immer schwierig zu sagen. Basara hat das technisch mit Sicherheit besser gemacht als wir, hatten noch mehr Spielanteile gehabt. Die klaren Chancen waren auf unserer Seite gewesen. Wenn da einer reingeht, darf sich Basara nicht beschweren. Aber wir beschweren uns jetzt auch nicht, dass wir einen Punkt geholt haben und so 0 gespielt haben. Absolut in Ordnung. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel für B-Klasse. Ja, das war für die Zuschauer draußen ein tolles Spiel. Das war auch letzte Woche schon gegen Dieters, haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, was für die Zuschauer sehr, sehr ansehnlich war. Und ich glaube auch, aufgrund der zweiten Halbzeit und der Torchancen hätten wir heute einen Sieg verdient gehabt. Ja. Letztendlich sind wir mit dem Punkt doch ganz gut bedient, aufgrund der Chancen, die Freiweinheim in der zweiten Halbzeit hatte. Ich glaube, wir haben 3-mal den Ball von der Linie gekratzt. Dann hält der Jofa kurz vor Schluss nochmal diesen Freistoß. Und wir haben den Ball zwar gut laufen lassen, aber wir haben in der zweiten Hälfte so die Ordnung verloren und haben nichts aus unseren Möglichkeiten gemacht, die wir eigentlich doch an Qualität haben. Kamen nicht zum Abschluss so wirklich. Freiweinheim hat doch mit Mann und Maus dann verteidigt, wenn wir in der Vorwärtsbewegung waren. Wir waren immer einen Fuß dazwischen, immer geblockt. Manchmal habe ich das Gefühl, wir wollen den Ball ins Tor tragen, aber letztendlich können wir mit dem Punkt leben. Wir sind damit nicht zufrieden, weil wir natürlich gewinnen wollten, aber nehmen wir lieber einen Punkt hier mit, als nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren. Gab es schon Nachrichten aus Ockenheim? Ockenheim hat sich schon gemeldet, Bierkisten sind am Start, ja.